Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist schon lange nichts mehr gekommen, es tut mir wirklich leid, aber es gab auch nicht so wirklich viel zu berichten. Aber heute wird es mal wieder ein Update-Video zu meinem Messer Barbarus geben. Genau, das erste, was man hier sehen kann, die Ameisen haben sich jetzt hier in die Befeuchtungskammer durchgefressen und hier in die Befeuchtungskammer ja schon länger. Inzwischen gibt es sehr viele Puppen und große Larven. Das heißt, die Kolonie wird wieder demnächst sehr, sehr stark wachsen. Dann gucken wir mal nach hier hinten. Hier ist die Kornkammer, die ist auch wieder sehr gut gefüllt. Und die machen die auch täglich schmutziger, die Scheiben. Ja. Dann ist euch vielleicht schon aufgefallen, hier fehlt die Verbindung zum Erdnest. Das stand da ja mal vorher. Wer mich bei Instagram folgt, hat das schon gesehen. Hier ist ein neues Nest angeschlossen worden. Ich habe hier extra eine Lampe aufgestellt, damit ich das besser filmen kann. Dadurch sind jetzt hier wieder einige Ameisen rausgelaufen. Sie sitzen jetzt hier alle wieder im Schlauch. Ja, ist nicht schlimm. Ich decke das nachher wieder zu, dann laufen die wieder zurück. Die haben es auf jeden Fall auch schon gut wieder angenommen. Einige Körner sind hier schon auch drin gelagert. Hier hinten habe ich eine große Befeuchtungskammer. Und ich hoffe, dass sie das hier vielleicht auch für die Brut mitnehmen. Ja, momentan sieht das so aus, als würde ihnen dieses Nest komplett reichen für die Brut. Aber dadurch, dass halt richtig viele Ameisen hier immer im Schlauch saßen, habe ich gedacht, schließe ich einfach mal ein neues Nest mit an. Genau, das haben sie ganz gut angenommen. Das freut mich auch sehr. Also ich glaube, ich habe das angeschlossen und 2 Stunden später saßen dann hier schon die ersten 20 Arbeiter drin. Genau, was gibt es noch zu sagen? Ein bisschen die Lampe rüber. Ich habe eine neue Arena angeschlossen. Die ist jetzt nur mit Sand gefüllt. Weil mich das immer ein bisschen gestört hat, dass die sich in der Arena vergraben haben. Deswegen ist jetzt hier nur Sand drin, damit die sich halt hier nicht vergraben können. Wie ihr hier seht, haben die Ameisen hier auch schon überall ihren Müll verteilt. Ja, hier auf dem Holz platziere ich immer ein paar Körner. Nehmen sie momentan nicht an. Haben wahrscheinlich noch genügend in ihrer Kornkammer. Gut, sah auch nicht wirklich leer aus. Die hat sich auch schon wieder in den letzten Tagen ziemlich gefüllt. Ja, Proteine haben sie auch in den letzten Tagen sehr viel angenommen. Die haben 2 Heimchen und 2 Mehlwürmer angenommen. Das dritte Mehlwürmchen liegt da oben noch. Das wollen sie ja nicht mehr haben. Ja, ich gebe den Ameisen lieber immer ein bisschen mehr als zu wenig. Ja, ich möchte ja, dass die Brut sich hier gut entwickelt. Und da habe ich auch bei allen Kolonien keine Probleme momentan, muss ich sagen. Ja, Außenaktivität ist bei den Messer Barbarus sehr gering. Ich weiß gar nicht, warum heute hier so viele rumlaufen. Vor 20 Minuten in etwa waren es noch 2, die hier draußen rumliefen. Ja, aber ich denke mal, so wie sich die Kolonie bis jetzt entwickelt hat, ich ziehe nochmal die Lampe ein bisschen rüber. Wird das hier höchstwahrscheinlich dann auch demnächst ein bisschen voller werden. Ich meine, das sind jetzt ja schon ja, grob geschätzt 200 bis 300 Arbeiter. Ja, ich würde sagen, bevor ich das Video beende, gucke ich nochmal, ob ich mit der Makrolinse ein bisschen näher rankomme. Genau, dieses Nest ist halt, seitdem sie hier eingezogen sind, nicht einmal neu bewässert. Und ihr seht, das ist immer noch echt feucht. Oh, hier sieht man einen schönen großen Major. Gehen wir hier hinten rüber, ob man hier irgendwas erkennt.
muss sagen, die Güne habe ich auch letztens mal wieder gesehen. Das hat mich ziemlich gefreut, weil seit sie in dieses Nest gezogen sind, habe ich die Güne, glaube ich, 3-mal erst gesehen. Boah, hier ein schöner, großer, frischer Major. Ja, einige Majore erreichen jetzt auch inzwischen schon die Größe der Güne. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Jetzt gucken wir nochmal ein bisschen die Brut an. Wieder ein riesiger Haufen. Oh, da ist noch ein Major. Genau. Wie ihr sehen könnt, der Messer Barbarus Kolonie geht es richtig gut. Wie vorhin schon gesagt, alle Kolonien entwickeln sich momentan echt prächtig. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euren Kolonien geht, weil ich habe irgendwie das Gefühl, in den letzten 2 Monaten ging das irgendwie schneller als sonst. Ja, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie es bei euren Kolonien ist. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video zu meinen Camponotus turkestanus wieder. Bis dann. Ciao.